Orks kontrollieren mit dem Hohen Pass die wichtigste Verbindung zwischen Eriador und den Ländern östlich des Anduin. Lorfindel und Gloin sind fest entschlossen, den Pass zurückzuerobern. Der Angriff auf Bruchtal kam aus Norden. Aber bevor wir die Wurzel des Bösen ausmerzen, müssen wir die Orks vom Hohen Pass verjagen. Der Hohe Pass ist ein gefährlicher Ort. Dann erobern wir mal den Hohen Pass. Und damit herzlich willkommen zu Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2. Spielen hier weiter die gute Kampagne mit dem wiedererwachten Glorfindel. Hier sehen wir schon, hier im zweiten Abschnitt dieser Kampagne haben wir jetzt schon die Möglichkeit, uns Gebäude zu bauen. Hier Malorenbäume sind die Rohstoffsgebäude, mit denen wir eben Ressourcen sammeln. Das ist ein ziemlich einfaches Prinzip, wie man schön sehen kann, ist um diese Malorenbäume hier so ein kleiner weißer Ring. In diesem weißen Ring sollte möglichst kein bestehender Malorenbaumring sein, also der wird hier blau angezeigt, oder eben ein Berg oder irgendwas anderes, was halt unwirtlich ist. Dann wird hier in der Mitte diese Prozentzahl angezeigt. Das deutet auf die Effizienz dieses Rohstoffgebäudes, dieses Malorenbaums. Hier sehen wir schon so leicht aufsteigenden blauen Zahlen die Rohstoffe, die dieser Baum eben produziert. Des Weiteren gibt es natürlich auch Truppengebäude, hier die Kaserne oder den nächsten Baumeister die Stallungen. Stecken wir hier in diese schöne Nische. Wie man hier auch auf der Minimap sehen kann, ist es hier ein recht schön strategischer Talkessel. Das heißt, das hier ist der einzige Eingang. Ansonsten sind wir hier, wenn wir mal so rumfahren, von Bergen umgeben. Hier ist eben der Kartenrand. Berge, 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 Berge und wieder dieser Eingang. Dieses Lager müssen wir jetzt eben ein bisschen verteidigen. Stellen wir hier Kampftürme auf. Ich bringe das Baumaterial. Wir stellen hier noch eine kleine Schmiede hin. Wir müssen versuchen, die Pässe freizuhalten. Gucken wir mal hier hin. Upgraden wir mal unsere Gebäude ein bisschen. Ist immer gut. Und hier sind schon unsere ersten Gegner. Mal wieder die Orks. Gut, sehr schön. Ich bringe das Baumaterial. Stellen wir uns hier noch einen kleinen Brunnen auf. Mit dem können wir unsere Einheiten dann heilen. Wenn es soweit ist. Sind immerhin schon ziemlich verletzt. Schicken wir mal diese letzte Einheit ein bisschen zurück. Hui, und da ist ja fast nichts mehr übrig. So, sehr schön. Damit haben wir uns hier unseren Eingang mal ein bisschen abgesichert. Kommen wir nochmal hier zurück. Und hier sehen wir auch schon ein nettes kleines Feature. Nämlich, wenn man eben diese Gebäude upgradet, verändern die sich visuell ein bisschen. Das heißt, hier bei der Stallung ist hier dieser Zaun hinzugekommen. Bei der Kaserne dieser Baum. Wenn man sie eben nochmal upgradet, kommt nochmal was dazu. Bei der Schmiede hier werden wir es gleich sehen. Kommt hier so ein kleines Türmchen hinzu.
Ist eigentlich ganz nett. So ein Indikator für die Stufe. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Oh, und er lockert nur seine Arme. Fauler Baumeister. Baut dieses Land auf. Hier können wir schon sehen, wenn wir unsere Einheiten hier zum Brunnen hin bewegen, kommt dieses blaue Leuchten und sie werden geheilt. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Langsam, Stück für Stück. Obwohl ich immer nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es irgendwie hingekriegt, eine Einheit zu verlieren. Ich hätte gedacht, das waren mal drei Kriegerbataillone. Naja. Oh, und hier oben sehen wir auch schon das Gegnerlager. Wird uns netterweise hier ein bisschen aufgedeckt auf der Karte. Oh, und jetzt haben wir schon Kaserne Stufe 3. Bisschen größerer Baum, auch hier so ein kleiner Pfeilturm. Machen wir uns mal schnell zwei Bogenschützenbataillone. Die können wir dann da vorne in die Türme reinstecken. Am besten machen wir uns noch zwei. Die nehmen wir dann mit, wenn wir weiter vorrücken. Wo sollen wir bauen? Die Schlacht hat begonnen. Hier werden wir immer weiter angegriffen. Wenn wir uns mit den Bogenschützen ein bisschen beeilen, können wir uns ein bisschen zurückziehen. Das ist eine von den stärksten Einheiten der Bogenschützen, sobald sie dann in den Türmen drin stehen. Ah, jetzt haben wir unsere ganzen Kriegerbataillone verloren. Eieieiei. Das ist nicht so gut. Wenn man sich diesen Brunnen so ein bisschen genauer ansieht, ist es eigentlich ganz nett. So ein bisschen nach Galadriels Spiegel, so heißt er eben auch, nachempfunden. Das Böse ist über das Land gekommen. Forschen wir mal Silberdampfpfeile und dann. Wie man es hier auch sehen kann, so die Schmiede ist so ein bisschen das Forschungsgebäude. Man kann hier verschiedene Sachen erforschen, Bannerträger, Elbenrüstung, geschmiedete Klingen und eben Silberdampfeile, die man dann, wenn sie erforscht sind, eben hier bei den Truppen ausrüsten kann. Bannerträger sich kaufen oder Silberdampfeile, Elbenrüstung. Hier jetzt können wir uns hier zum Beispiel die Silberdampfeile holen. 2x300 Ressourcen für die beiden Einheiten. Sobald die erforscht sind, sieht man es hier schön leuchtend vorne, die Pfeilspitzen so silbern, bläulich. Und hier eben dieses ziemlich starke Feature von den Bogenschützen, wir können sie hier in Türme reinstecken. Hier in dem Fall zwei verschiedene Einheiten. Und hier in diesen Türmen sind sie halt vor Angriffen geschützt. Also es kriegen nur die Türme Schaden, wenn die angegriffen werden. Und die Einheiten können aus diesen Türmen rausschießen und haben sogar eben eine erhöhte Reichweite. Eben dadurch, dass sie an einer relativ hohen Position sind, können sie relativ weit schießen. Das ist eigentlich ganz, ganz realistisch gemacht. Jetzt holen wir uns noch ein paar Lanzenträger. Und wenn wir dann wieder Ressourcen haben, vielleicht noch zwei Lorien-Kriegerbataillone. Und dann
können wir mal gucken, ob wir uns ein bisschen weiter hier im Pass ausbreiten können. Hier bei dem Baumeister muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man die Gebäude in so verschachtelte Ecken stellt. Denn es kann ganz gut passieren, dass man eben die Gebäude so platziert, dass die Baumeister eben dahinter wieder spawnen, nachdem sie mit dem Gebäude fertig sind. Und man sie dann nicht mehr an dem Gebäude vorbeilaufen lassen kann, weil es eben zu eng ist. Ist halt dann ziemlich doof, wenn man dann irgendwo einen Baumeister hat, der für nichts mehr Nutze ist. Hier sieht man schon, diese Silberdampfpfeile sind die Einheiten, die da, die Bogenschützen, die da rausschießen. Eigentlich ganz nett. Dann sammeln wir so ein bisschen unsere Einheiten, rüsten sie dann noch ein bisschen aus. Es ist halt alles relativ ressourcenintensiv, so die einzelnen Upgrades kosten 1000 Ressourcen, das ist schon relativ viel. Und man muss halt dazu sagen, dass man dann bei jeder Einheit normalerweise nochmal so 300 Ressourcen ausgeben muss, um die einzelnen Upgrades dann auch auszurüsten. Da haben die Elben einen kleinen Vorteil, den könnte man dann gleich machen. Wir bauen uns hier den magischen Amboss für 500 Ressourcen und dann sind die Upgrade-Kosten um 10% reduziert. Das steigert sich, wenn man hinsieht, noch ein bisschen weiter. Wenn man dann 2 Festungen, 3, 4, 5 Festungen mit diesem Upgrade hat, kann das bis zu 35% billiger werden. Ist eigentlich ganz nett. So, wenn man hier hinsieht, kostet momentan noch 300. Warten wir mal auf das Upgrade. Kann noch ein bisschen dauern. Kommt hier die Schmiede. Ist eigentlich auch ganz nett. Drehen wir ein bisschen die Kamera. Sieht man hier diesen Elb, der hier auf dieser Klinge klopft. Dann sehen wir hier, kostet bloß noch 270 Ressourcen. 10% weniger. Und wenn man das dann hochrechnet, spart man sich pro Einheit schon mal 90 Ressourcen, dann haben wir hier 2, 4, 6 Einheiten und kommen wir schon mal locker auf diese 500 Ressourcen, die diese Schmiede-Erege uns da gekostet hat. Also sowas rentiert sich schon immer sehr stark. Ich würde sagen, ich erforsche jetzt noch schnell die Klingen hier und dann brechen wir mal auf. Ausrüsten können wir sie dann ja unterwegs noch. Mit der Rüstung sind sie ja jetzt schon sehr stark geschützt. Und unsere Helden haben wir auch noch dabei. Hätte ich mal gesagt, gehen wir zuerst mal links entlang. Wir haben hier noch eine kleine Mission. In der Festung, habe ich am Anfang gesagt, also eigene Bauplätze. Was? Och nee, die greifen hier rüber an. Feiglinge. Jetzt holen wir uns wieder einen. Hole ich mir schnell einen Baumeister wieder. Der Eisturm, er stürzt ein! Ach, na toll.
müssen wir wohl doch den rechten Weg nehmen. Hier ist es auch ganz nett, man kann hier eben so schön diese so Mauern ziehen, das ist eigentlich wirklich nettes Feature. Durch diese Mauern kann der Feind dann auch nicht mehr durchbrechen. Machen wir es mal so. Etwas geht hier vor sich. Wir könnten jetzt, glaube ich, mal für unsere, hol jetzt mal für unsere Lanzenträger die geschmiedeten Klingen, damit die ein bisschen mehr Angriff machen. Da haben wir schon eine kleine Orkhöhle. Das ist, soweit ich weiß, das Ressourcengebäude von den Orks. Und das hat halt so einen Bonus. Und zwar können die Orks da Einheiten reinschicken und aus einer anderen Orkhöhle herausholen. Das heißt, die können halt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ihre Einheiten auf der Karte verlegen, indem sie einfach zum Beispiel hier oben eine Orkhöhle hinsetzen, dann ihre Einheiten da reinstecken und da unten sie einfach wieder rausholen aus einer anderen Orkhöhle. Oh, und hier haben wir schon einen von diesen Riesen. Jetzt haben wir eigentlich auch genug Geld, um unsere Kriegerbataillone mit geschmiedeten Klingen auszurüsten. Erforschen wir noch schnell die Bannerträger. Seid frohen Mutes, Zwerge. Hier lang. Ich werde euch führen. Ich zeige euch den Weg. Hier. Brechen wir auf. Ach ja, jetzt haben wir die Mauer gebaut. Jetzt würde ich sagen, bauen wir in diese Mauer noch schnell ein Tor rein, damit wir da auch selbst durchgehen können. Sonst sperren wir uns ja noch selbst ein. Ist nicht Sinn und Zweck. Marschieren wir mal hier hoch, mal gucken. Können wir uns auch hier die Bannerträger leisten. Obwohl man dazu sagen muss, dass normalerweise Einheiten ab Level 2 diese Bannerträger von allein kriegen. Also Einheiten haben eben auch ihre eigenen Level. Wenn sie Gegner töten, steigen sie auf. Bei Level 2 kriegen sie Bannerträger geschenkt, also als Gratis-Update. Aber ich erforsche die trotzdem immer relativ gern, weil ab und zu werden diese Bataillone eben so dezimiert, bevor sie überhaupt Level 2 werden können. Und dann 2-3 Einheiten in so einem ganzen Bataillon können halt dann sehr schlecht noch Level generieren und steigen halt dann fast nicht mehr auf. Und dann hat man lieber einen Bannerträger, der dann dafür sorgt, dass sich diese Einheiten immer wieder ein bisschen selbst regenerieren und ja. Jetzt haben wir ja dieses Gebiet da erobert. Hier sieht man es relativ schön. Diese Einheit ist zwar schon Level 3, aber hat eben sehr, sehr viele Einheiten verloren. Wenn man jetzt kurz ein bisschen wartet, dann müssen wir es eigentlich sehen. Mit einem Bannerträger werden da wieder neue Einheiten generiert. Ah, hier. Mal schön gesehen. Fängt an zu leuchten und ploppt dann eine neue Einheit raus. Oh. Etwas geht hier vor sich. Und am besten ziehen wir diese Einheit jetzt ein bisschen zurück, bis sie sich wirklich voll regeneriert hat. Hier. Bleibt wachsam.
müssen den Schatten aufhalten. Geschwind. So, jetzt haben wir hier unser Tor, das können wir jetzt hier öffnen. Können wir jetzt zum Beispiel sagen, hey Baumeister, ich möchte jetzt, dass du mal hier drüber vorrückst, hier mal einen Malorenbaum hinstellst. Immerhin haben wir dieses Gebiet hier jetzt schon erobert, diesen Weg. Können wir hier das Tor auch wieder zumachen. Obwohl man hier dazu sagen muss, also bei Gebäuden oder Mauern sind die Elben nicht so stark. Zum Beispiel hat so eine Mauer 1500 Hitpoints. Wenn man zum Beispiel ein Volk nimmt, das... Oh! Und hier haben wir Haldir, der in der Klemme steckt. Wo war ich gerade? Ach ja, Elbengebäude sind eben nicht so stark, nicht so widerstandsfähig. Dafür sind ihre Einheiten halt sehr, sehr stark. Sie haben sehr starke Einheiten-Upgrades und wie man hier sehen kann, so ein Berggebirgsriese hat hier fast gar keine Chance gegen uns. Baumaterial. Bin schon unterwegs. Und dafür sind eben die Gebäude ein bisschen schwächer. Zum Beispiel die Zwerge hier in Schlacht um Mittelerde 2 haben halt sehr, sehr starke Gebäude und dafür eben ein bisschen schwächere Einheiten. Wir dürfen nicht zögern. Hier entlang. Haldir ist in großer Gefahr. Wir müssen ihn retten. Hier. Na, dann retten wir ihn mal. Hier sehen wir auch, der Haldir hat auch noch ein paar Einheiten mit, die upgraden wir jetzt gleich noch. Wenn die dann Bannerträger haben, dann vermehren die sich auch wieder schön. Das Einzige, was halt so ein bisschen negativ ist, ist, dass man halt nicht weiter rauszoomen kann. Das ist halt die maximale Zoom-Stufe jetzt gerade. Aber das ist für das Spiel eigentlich vollkommen ausreichend. Das wäre halt ab und zu mal schön, ein bisschen mehr Überblick zu haben, aber naja. Ah, hier sehen wir schon, im ersten Teil der Kampagne haben wir ja die drei Upgrades gemacht. Elbenwald, Heilen und Elbengarbe. Ich hätte gesagt, jetzt holen wir uns den einsamen Turm noch. Das ist relativ gut, da können wir uns einfach so ohne Baumeister mal kurz irgendwo einen Turm hinstellen. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Ist eigentlich ganz nett. Wir können nicht hier bleiben. Wir haben noch viel zu tun. Vorsicht vor den Türmen! Sie haben Bogenschützen! Ja, Haldir ist schon wieder am Angreifen. Wie man hier sehen kann, setzen wir dann einfach hier so dieses Fleckchen und dann plopp, ist der Turm da. Der kann halt dann eben angreifen. Okay, so ein upgradeter Wachturm von den Orks ist halt ein bisschen stärker. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass der so schnell umkippt. Oh je. Wie man hier sehen kann, eben haben so bestimmte, also Einheiten, wie zum Beispiel Reiterei, haben halt eben Vorteile gegen Bogenschützen. Die können halt da einfach drüber reiten. Meistens auch über Krieger. Bogenschützen zum Beispiel sind relativ gut gegen ja, auch Krieger oder einfach gegen Trolle oder solch große Einheiten wie Gebirgsriesen oder solche Sachen.
Was wir hier leider nicht haben, sind Lanzenträger. Lanzenträger sind dann, also Soldaten, die mit Speeren oder Lanzen ausgerüstet sind, sind halt dann relativ gut gegen Reiterei. Können dann ihre abschirmende Formationen oder solche Sachen einnehmen und dann, wenn dann die Reiterei draufläuft, sind die fast instant tot. Das ist, naja, es ist so eine Art Schere, Stein, Papier Aufbau. Kommt mit mir. Wir gehen. Hier. Wir gehen. Oben drin. Hier diese Seite vom Pass. Wie man hier jetzt auch schon sehr schön sehen kann, wir haben ja jetzt unsere Einheiten aufgerüstet. Und also vollständig aufgerüstet. Es müsste jetzt jeder seinen Bannerträger, sein Waffen-Upgrade und seine Rüstung haben. Die sind schon sehr stark, also schon fast nicht mehr zu töten. Und dadurch, dass wir eben relativ gemischt sind, also zwei Kriegerbataillone, zwei Reiterei und zwei Bogenschützen. Obwohl, jetzt müssten es ja eigentlich vier Kriegerbataillone sein. Aldi hatte ja noch zwei dabei. Sind wir halt sehr effizient gegen eigentlich fast alle Gegnereinheiten. Wir schlachten uns hier durch. Mutig voraus. Kommt mit mir. Unser Pfad ist sicher. Werkzeuge bereit. Ich stelle jetzt einfach mal noch schnell einen Brunnen hin. Sammeln wir nochmal unsere Einheiten. Sehen wir, dass wir alles nochmal hochheilen. Und dann, ja. Ein neues Gebäude. Baumaterial. Elben, wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Gut, dann rücken wir mal jetzt auf die Ork-Basis vor und erobert mal diesen Pass endgültig. Ja, wie gesagt, einfach fast unbesiegbar. So, Stück für Stück zerlegen wir hier alles. Oje. Ja, und hier haben wir einen Wächter im Wasser. Es ist schon fast lächerlich einfach, wenn man sagt, dass wir hier auf schwer spielen. Also,
hier die ersten beiden Kampagnen sind, Kampagnenabschnitte sind hier eher als Tutorial gedacht. Und damit haben wir es ja auch schon geschafft. Haben die Mächte des Bösen zerschmettert. Jo. Gewonnen. Yay. Seit sie den Ort, den Hohen Pass, entrissen haben, können die Elben in die Länder jenseits des Nebelgebirges reisen. Der Krieg gegen die Orks setzt sich fort. Jo. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann im nächsten Teil von Herr der Dinge, Schlacht und Mittelerde. Bye.